Jo Leute, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Ops 2, beziehungsweise ein nachkommentiertes Gameplay diesmal. Das ist eine Nuklear auf Slums, aber nicht von mir, leider. Beziehungsweise Slums könnte ich eh nichts reißen. Und der hat es eigentlich ganz nice gemacht, das ist ein Freund von mir, der Alex. Liebe Grüße gehen raus an dich hier. Er hat auf jeden Fall richtig abgeworfen mit Ska. Aber das war es eigentlich auch schon zum Gameplay. Ich wollte eigentlich nur kurz, beziehungsweise ein bisschen reden, dass wir ja seit ein paar oder seit einer Woche jetzt nicht mehr so aktiv Videos gemacht haben. Es lag ein bisschen daran, dass wir, also beziehungsweise ich einerseits viel Schule hatte. In den letzten Wochen hatten wir extrem viel Klausuren und sowas. Aber andererseits lag es auch daran, dass wir etwas faul waren. Das muss man echt dazugeben noch. Wir haben nämlich ein neues Online-Game angefangen. Beziehungsweise alles zusammen halt. ArcheAge, wenn es einer kennt von euch. Und wir sind ziemlich in die Sucht verfallen und ziemlich faul geworden, nicht aufzunehmen, und das war ehrlich gesagt richtig scheiße. Aber wir sind ja der 82-Jährigen. Heute ist ja der 24. Leute. Fröhliche Weihnachten an euch alle. Fröhliche Weihnachten. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt sind wir Weihnachtsferien. Deswegen werden wir aktiv aufnehmen. Dass wir wieder Content rausbringen. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Privates raushauen diesmal. Also halt Black Ops 2 Privates, weil wir doch jetzt in den Ferien noch alle da sind. Und es wird, glaube ich, ganz lustig zusammen. Aber das war eigentlich so das, was wir geplant haben. Das Gameplay im Hintergrund läuft immer noch fresh hier. Er ist mittlerweile auf einer 7.3, 7.4. Also man dachte am Anfang nicht so, dass es packt. Aber ich habe es wirklich angesehen und der hat wirklich dann auf einmal richtig, ich glaube mal angemacht oder so, nee, Spaß, aber es war richtig krass, wie er auf einmal richtig die Gegner weggerotzt hat. Der geile Tarnung. Es werden auch jetzt bald Videos kommen zu Road to Prestige. Weil wir haben uns jetzt auf, als wir nicht, also nicht aufgenommen haben, haben wir uns, da waren wir halt auf 55 hochgespielt, dass wir jetzt halt dann von Level 1 bis 55, oh Gott, was für ein Fucknoob, von Level 1 bis 55 hochspielen können. Da machen wir immer die Folgen draus, dass ihr halt seht und dann Fortschritt seht. Wobei ich sagen muss, ich werde am Anfang bestimmt endrum nooben mit den scheiß Anfangswaffen da, weil es so richtig low ist. Da wurde er, glaube ich, gerade als Hacker bezeichnet. Ja, vielleicht hat er ein bisschen angemacht. Ich meine, nee, ich glaube schon, dass er ehrlich gespielt hat. Ska ist ja auch richtig geil, Waffe. Das Ska kann so richtig abgehen in den Gameplays. Ist echt eine Empfehlung. Jo, läuft bei dem. Ich glaube, er hat sogar hier sehr oft einfach wieder umgedreht und ist hierher gelaufen, um die Leute von zu spawn zu trappen. Richtiger. Richtige Mate. Ja, aber wie gesagt, er hat sich schon Mühe gegeben, auch wenn er vielleicht gehackt hat, was ich aber nicht glaube. Na gut, was ich mal erzählen wollte ist, dass ich ja ein bisschen aktiv auf YouTube war, ein bisschen wenigstens, und das mit Simon bzw. Ungespielt halt mitbekommen habe, mit Unge, mit seinem MediaCraft-Netzwerk. Möchte ich jetzt gar nicht so viel anschneiden, da gibt es tausende Videos davon, aber ich finde es ehrlich gesagt mutig gegen diese Drohung, trotz dieser Drohung, dass er sich da traut, ein Video zu machen und dass er keine Angst hat vor denen eigentlich und dann trotzdem einen neuen Kanal aufmacht, einfach so, mit der anderen beiden stilllegt, ist natürlich auch bei seiner Reichweite jetzt nicht allzu schwer. Er wird zwar definitiv, oh, was macht er, definitiv weniger Einnahmen haben beim Anfang, aber es wird sich, glaube ich, lohnen, weil er hat jetzt den Lifestyle-Channel, beziehungsweise den Vlog-Channel, und den Gaming-Kanal auf 1 gelegt und die Abos werden schon zurückkommen, es ist safe. Also das ist gar keine Frage. Da hat er auch schon 2 Videos hochgeladen mittlerweile. Zum Beispiel Infovideo, das ist Unge. Das ist Unge. Geiler Name, Alter. Einfach nur Unge. Jo Leute, hallo, herzlich willkommen mit einem neuen Dual Commentary mit Unge. Gott, Leute. Nee, Spaß. Nee, jetzt machen wir uns aber keinen Namen lustig. Echt mutig von dem Kerl. Lol, Alter.
Ja, echt mutig. Was kann ich noch so erzählen aus unserem freshen Leben? Ja, heute ist Weihnachten, Leute. Weihnachten. Bester Tag im Jahr. Ja, obwohl ich finde Geburtstag eigentlich besser als Weihnachten. Könnt ihr mal sagen, so, oder schreiben, was ihr euch zu Weihnachten gewünscht habt. Bei mir stand jetzt diesmal eher nicht so viel drauf. Beziehungsweise halt eher ein neues Mikrofon, dass wir besser Qualität haben beim Aufnehmen auf jeden Fall. Weil jetzt sind wir ja noch mit diesen Headset-Qualitäten beeinträchtigt. Und er ist mittlerweile, nur kurz abchecken, bevor ich weiterrede, auf einer 39 zu 4. Wobei ich glaube, er zwar irgendwie bei 50 hat er erst die Dings bekommen, weil er so viel mit seinen Abschlussserien gemacht hat. Da auf jeden Fall räumt er sie weg. Jetzt hier ist es bald soweit. Dauert nicht mehr lang. Das ist ein Fresh Nuclear Art. Auf jeden Fall richtig geil. Nee, aber was wünscht ihr euch zu Weihnachten, Leute? Schreibt es echt in die Kommentare. Mir stand, wie gesagt, das Mikrofon drauf. Ein T-Bone SC54. Sehr geiles Ding. Da gibt es einen auf Thomann, oder ich glaube, Thomann heißt die Seite, müsst ihr euch mal reingeben. Das ist speziell so für Akustik, Gesang und so. Könnte ich Mikrofone kaufen und da gab es das T-Bone SC54. Was allein eigentlich schon ein bisschen über 100er kostet und eigentlich für den Preis ein richtig gutes Mikrofon ist, gab es da mit für 25 Euro mit so einem richtig geilen, guten Popschutz und halt mit dem Ständer dazu. Weil das alles an sich hat das SC54 kein Standfuß, sondern ist ein Tischmikrofon. Und dafür gab es halt dann so eine Komplettset. Also richtig geil. Müsst ihr reinchecken, kann ich euch vielleicht verlinken. Wenn ich es nicht vergesse, aber vergesse ich eh nicht. Alles safe verlinkt. Ich sehe alle im Waschmaschinenhaus mal campen, ey. Richtige Madige. Richtige Madige, Leute. Ich glaube, jetzt bringt ihr diese Aktion, Leute. Wo er jetzt davor läuft und dann wieder automatisch zurückläuft, ja. Und da ist das Nuklear drinnen, Leute. Ich glaube, es war sogar sein allererster Nuklear, das er je hatte. Da war er bestimmt genauso glücklich wie ich damals. Der Kollege. Nee, aber wie gesagt, ich wünsche euch fröhlich Weihnachten, Leute. Aktiv Weihnachten, wie Monte sagen würde. Ganz, ganz aktiv Weihnachten. Und da ist der Moment, wo er gleich geholt wird. Da wurde er geholt. Von einer Pistole. Aber ich würde sagen, das ist ein gutes Gameplay, weil er hat ja auch noch ein paar Medaillen rausgeholt. Und ich meine, ein Nuklear. Warum zwei Nuklears? Ich meine, auf eins kann man genauso stolz sein. Man braucht ja nicht noch ein zweites. Zweites natürlich richtig geil noch hinterher, aber ich meine, auf eins kann man richtig stolz sein. Und da wurde der Name weggeholt am Ende. Das ist schade. Na gut, da endet das Gameplay auch. Mit einem 100 zu 22 haben sie gewonnen. Sein Endstand ist 53 zu 6. Richtig geil, Kerl. Na gut, Leute. Dann fröhliches Fest, fröhliche Feiertage. Und wir sehen uns hoffentlich bald bei unseren neuen Videos. Servus, ciao, haut rein.